Im Anfang war das Wort. Der, der das sagt, ist Johannes, der Evangelist im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt. Die Worte machen den Menschen einzigartig, weil es das einzige Wesen bekanntermaßen auf der Welt ist, das sich entsprechend artikulieren kann. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das stimmt vielleicht für eine Toilettenanlage, wo man das Männchen und das Weibchen sieht und jeder weiß, wo er hin muss. Bei anderen Dingen ist das schon etwas komplexer. Ein Kochrezept lässt sich noch in Bildern darstellen, aber wenn es dann an Philosophie, Literatur und andere Dinge geht, dann benötigen wir einfach schon Worte. Wort dient der Verständigung. Das ist eine wesentliche Grundlage der Kommunikation. Und nicht jeder Augenschlag ist vergleichbar mit dem gesprochenen Satz, ich liebe dich. Das wissen wir aus einigen Städten in Vorarlberg, dass das schon zu Irritationen geführt hat. Die Macht der Worte als Instrument, als gute Nachtgeschichte, als gute Nachtlied oder auch als Waffe für Beleidigungen, für Streitigkeiten. Das Wort ist vielfältig und manchmal ein Gradmesser der Dummheit, wie man zu hören bekommt. Kraftwort versus Wortkraft. Sie alle wissen, dass das Angelsächsische sich bei uns sehr gut durchgesetzt hat mit den Wörtern mit S und F. Wie schön wäre es doch hin und wieder einmal ein Herrgott, Sakrament, Kruzifix, Halleluja zu hören. Gehört ist nicht gleich gelesen und ist sowieso nicht verstanden. Haben Sie schon einmal einen Finanzamtbescheid bekommen, den Sie auf Anhieb verstanden haben? Ich nicht. Wortkraft könnte da helfen, aber für jeden arbeite ich nicht. Wortkraft macht Öffentlichkeitsarbeit. Hirschen Sie nicht herum, kein Grund matt zu sein, stellen Sie sich nicht selbst an den Pranger. Auch für Sie ist nicht immer Herbst, werden Sie reich an Erfahrung, wenn Sie ganz oben stehen auf dem Podest. Wortkraft findet die richtigen Worte geschrieben und gesprochen. Wenn viele reden, heißt das noch nichts Gutes. Es ist wie mit dem legendären Brei bei den Köchen, bei den vielen Köchen. Zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Zimt, zu viel Nelken. Im Prinzip ist immer etwas Gutes dabei. Viele reden, dass geredet ist. Wortkraft hält die Vielredner im Zaum, verleiht dem Wichtigen Stimme und findet mit ihnen im Großen und Ganzen immer einen Weg. Nicht der Weg ist das Ziel, das Ziel ist das Ziel. Wortkraft orientiert sich am Restaurant am Ende der Strecke. Kalte Vorspeise, Suppe, warme Vorspeise, Fischgang, Hauptgang, Käse und Dessert ist doch wesentlich besser als lauwarme Pommes frites und eine fette Wurst auf dem Weg. Wortkraft moderiert, macht Gespräche erfolgreich, füllt die Leere nach dem x-ten Sitzungstermin und bemüht sich, das Gesprochene zum Kern der Sache zu bringen. Wortkraft weist neue Wege, bestärkt und überrascht. Wortkraft bringt ihr Wissen zum Wirken. Das trockenste Feuer brennt nicht ohne den zündenden Funken. Wortkraft findet und fördert Ideen und Namen. I had a dream. Das muss ja nicht so bleiben. Wortkraft spricht Klartext. Nieder mit den Sackgassen, Platz für Ideen. Wortkraft begeistert sich für das Neue. Das, was schon lange in ihrem Kopf ist. Und Wortkraft hat den Umkehrplatz, führt sie zum Fahren, bringt ihre Ideen in Schwung. Mit dem Räder kommt Lützem, sagt man im Dialekt. Und von der Idee zum Durchbruch braucht es dieses Reden untereinander. Wortkraft unterstützt Entwicklungsprozesse. Sie haben es mit Wortkraft, die strukturiert, die Dinge auf den Punkt bringt. Wort ist Kraft. Schritt für Schritt, dass Sie nicht stolpern und irgendwo wartet auch ein Lift für Sie. Nebel ist eine tückische Angelegenheit, gerade jetzt im Herbst, wo Sie unterwegs sind. Wenn Sie nachher nach Hause fahren, geben Sie Acht.
Wortkraft hat einen Nebelscheinwerfer, damit sie zumindest die nächste Station sehen, wie sie sich weiter bewegen. Was sie wissen und wollen, haben die anderen nicht verstanden. Einsamkeitsstrategien oder für solche Leute, die ich habe auch eine Strategie-Typen, ist es wichtig, dass Wortkraft ihre Worte in verständliche Sätze formt. Wortkraft hilft ihnen, Marketing zu verstehen. Gesunder Menschenverstand und Kreative, eine gute, aber explosive Mischung. Eines für sich ist nicht zielführend, aber ein persönlicher Beistand in Gottes großem Garten der Werber und Marketer unerlässlich. Wortkraft macht ihre Sache zur eigenen. Selten verschlägt es mir das Wort, wobei das Zuhören meist wichtiger ist als das selber Reden. Fragen Sie Ihren Partner zu Hause, wie sich das anfühlt. Wortkraft ist geschafft vom Karaoke der Worte. Spontan zugesagt beim 20x20. Wortkraft für Menschen, mit Menschen. Im Anfang war das Wort. Wortkraft bringt es heute zu einem guten Schluss. Wortkraft ist Ihr Christoph Kurzemann.